Von weitem sehe ich jetzt aus wie ein Pfleger. Fest verschlossen. Pfleger, er soll aufhören. Er muss damit aufhören. Was haben Sie für ein Problem, meine Dame? Bauer, er muss sofort aufhören. Die Vögel sind seit 2 Tagen nicht gefüttert worden. Bauer muss die Körner gestohlen haben. Sie sollen fliegen. Fliegt raus, fliegt raus. Wenn sie fliegen, sind überall Vögel. Und die Männer in Weiß rennen panisch herum. Rennen, rennen überall hin. Ja, fliegt, ihr kleinen Männer, den Vögeln hinterher. Rennt hier hin, rennt dorthin, rennt überall hin. Männer in Weiß, rennt, rennt. Rennt! Und sie werden mich nicht sehen, die Männer in Weiß. Jagen die kleinen Vögel weit, weit weg von hier. Dann gehe ich hin, wo ich will. Gehe hier hin, gehe dorthin, überall hin. Außergewöhnlich. Das sind alles sprechende Vögel. Fest verschlossen. Entschuldigen Sie, Fräulein. Geh weg, du Schwein! Verschwinde! Oder du wirst bluten! Fest verschlossen. Oh, oh, wo bist du? Heidi, wo bist du? Lass mich nicht allein. Oh, Heidi. Ich muss vorsichtig sein, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Ich muss irgendwie die Pfleger loswerden, damit ich mich in Ruhe auf dieser Etage bewegen und mit dem Patienten sprechen kann. Wer sind Sie? Sie sind nicht der Pfleger.
Geben Sie sie mir, bitte. Was brauchen Sie? Kleine rosa Kristalle, bitte. Im Labor. Hier ist Ihre Medizin. Wenn ich Ihnen jetzt bitte ein paar Fragen stellen dürfte. Sie müssen in Wasser aufgelöst werden. Wasser? Ja, es ist welches im Garten. Hier, mein Freund. Sie müssen mir sagen, wo... Sorgen Sie dafür, dass der Pfleger geht. Dann sage ich Ihnen alles, was Sie wollen. In Ordnung. Wo ist der Schlüssel zur Voliere? Das verrückte Mädchen. Bringen Sie ihr Ihre Puppe. Sie weiß es. Ich muss irgendwie die Pfleger loswerden, damit ich mich in Ruhe auf dieser Etage bewegen und mit dem Patienten sprechen kann. Sehen Sie mal, wer Sie besuchen kommt, Fräulein. Heidi! Heidi! Du bist hier! Die bösen Männer haben dich weggenommen, aber du bist zurückgekommen. Heidi hat mir erzählt, dass sie zu Ihnen zurück wollte. Sie hat mir auch gesagt, sie wüssten, wie man die lieben Vögel aus ihrem Käfig befreit. Böse Männer haben Heidi weggenommen. Sie haben gesagt, ich bin ein böses Mädchen, weil ich diesem grässlichen Scheusal den Kopf abgeschnitten habe. Aber er hat angefangen. Er war zuerst böse. Hat er schreckliche Dinge getan, dieser böse Mann? Oh ja. Er ist in der Nacht zu uns gekommen. Er hat Heidi und mich in sein Zimmer mitgenommen. Bei den Vögeln. Und er war sehr, sehr gemein zu mir. Er hatte den Schlüssel zu dem Vogelhaus und er hat gesagt, wenn ich kein braves Mädchen bin, würde er sie wegschicken. Das hat mir nicht gefallen. Weil Heidi doch Vögel liebt. Der Schlüssel zum Vogelhaus ist also oben in seinem Zimmer, mein Kind? Ja, da ist er. Jetzt wohnt die Frau dort. Aber ich darf die Vögel nicht mehr sehen. Vielen Dank. Was sagst du, Heidi? Oh, du willst dem netten Mann Dank sagen. Und du hast ein Geschenk für ihn? Was bist du für ein liebes Mädchen? Oh, tu das ruhig. Heidi will Ihnen danken und ich soll Ihnen ein Geheimnis verraten. Als ich dem bösen Mann den Kopf abgeschnitten habe, wollte sie, dass er nie wieder zurückkommt. Also hat sie den Schlüssel in ihrem Bauch versteckt. Wir stehen in Ihrer Schuld, junges Fräulein. Und unseren ergebensten Dank an Sie, Heidi. Heidi... Heidi, deine Welt sind die Berge.
Makramee. Vernünftige Beschäftigung für moderne Frauen. Von Kallipygin Balas Miss Papadopoulos. Und man sehe und staune. Eine signierte Ausgabe. Diese prächtige Makramee-Arbeit schützt die Flasche. Das muss der Schlüssel zur Voliere sein. Fräulein Müller scheint nicht besonders begabt zu sein. Kunst im Blut kann wahrhaftig die merkwürdigsten Formen annehmen. Ein herrliches Stück. Ich muss sagen, das ist der Höhepunkt dieser Ausstellung. Aber das könnte mir noch nützlich sein. Wasser. Zum Vogelkäfig ist offen. Helfen Sie uns! Die Vögel sind entkommen. Schnell, fangt sie wieder ein! Fangt sie! Dank dieser Panik werden alle Pfleger woanders sein. Wie Bauer sagen würde, während die Wachen damit beschäftigt sind, die Vögel zu fangen, sollte ich die Gelegenheit nutzen, den Rest der psychiatrischen Anstalt zu durchsuchen. Infolge des von nachlässigen Mitgliedern des Personals unbeabsichtigt ausgelösten Feuers habe ich beschlossen, allen Angestellten den Zugang zu Küche und Essraum zu verbieten, mit Ausnahme von Frau Meier und mir selbst. Ich muss diesen Drachen dazu bringen, dass er geht, damit ich in Ruhe die Küche untersuchen kann. Wenn ich Rauch erzeugen könnte, würde sie vielleicht in Panik geraten und aus Angst vor einem Feuer hinausrennen. Jetzt muss ich die Dosis genau abmessen.
eine Waage. Das kann ich nicht gebrauchen. Hier ist eine Flasche mit ausreichend Wasser. Ich muss ihr Fassungsvermögen so genau wie möglich berechnen, wenn meine Rauchapparatur funktionieren soll. Jetzt kenne ich das genaue Fassungsvermögen der Flasche. Na bitte, geschafft. Mein Rauchgerät ist fertig. Ich muss zugeben, ein Raum voller Rauch wird schwierig zu untersuchen sein, aber es gibt keine andere Möglichkeit. Ein Küchengarn für Roastbeef. Der Aufseher ist weg. Ach, da bin ich aber froh. Aber Sie sind kein Aufseher? Nein, guter Mann, das bin ich nicht. Ich komme aus London und führe Untersuchungen im Zusammenhang mit Privatklagen wegen Unterschlagung gegen diese Einrichtung durch. Sie sind den ganzen Weg aus London gekommen. Warum sollte jemand freiwillig an diesen gottverlassenen Ort kommen? In der Tat, ich komme eben aus London und meine Gründe werden bald klar. Hören Sie mir zu. Ich weiß, dass Sie nicht hierher gehören. Sie sind nicht verrückt, nur das Opfer einer Falle, die nur die erfahrensten Spezialisten auflösen können. Was noch wichtiger ist, Sie sind der einzige Mensch hier, der mir die Informationen geben kann, die ich brauche. Wenn Sie mit mir sprechen könnten, sofern Ihre Schmerzen nicht wieder auftreten, wäre ich Ihnen sehr zu Dank verpflichtet. Aber wer sind Sie? Jemand, der Ihnen die Freiheit garantieren kann, wenn ich meine Ziele erreiche. Aber ich habe nur wenig Zeit und Sie müssen mir genau zuhören. Haben Sie das Personal oder andere Insassen über irgendwelche verdächtigen Aktivitäten sprechen hören? Außer den schrecklichen Misshandlungen, denen Sie alle durch das Personal ausgesetzt waren? Sie sind also vom britischen Zoll. Sie interessieren sich wohl für die Ankunft illegaler ausländischer Verrückter in Ihrem Land. Wieso sagen Sie das? Vor einiger Zeit holten Sie alle Ausländer aus Ihren Zellen und man hat sie nie wieder gesehen oder gehört. Vielleicht wurden sie in ihr Land gebracht, ohne die üblichen Formalitäten? Die Ausländer?
Woher stammten die? Ich weiß es nicht genau, denn merkwürdigerweise freundeten sie sich nie mit den übrigen Insassen an. Sie kamen regelmäßig. 1 bis 2 Männer pro Monat. Sehr merkwürdig. Haben sie untereinander geredet? Ich konnte hören, wie sie versuchten, miteinander zu reden. Aber es schien, als würden sie sich nicht verstehen. Als ob jeder einen anderen Dialekt sprach. Auch schien keiner von ihnen im geringsten verrückt. Und dann war da noch ein anderes merkwürdiges Ereignis. Sie waren unten. Es war kurz vor ihrer Abfahrt. Ich habe mich bemüht, sie zu belauschen und konnte ihre Unterhaltung kaum hören. Diesmal schienen sie alle in derselben Sprache zu sprechen. Und was noch merkwürdiger ist, sie schienen immer wieder alle dasselbe zu sagen. Sie müssen sich jetzt ausruhen. Aber geben Sie die Hoffnung nicht auf. Ich werde Ihnen helfen. Ich fürchte, ich muss Sie jetzt verlassen. Wenn Sie weitere Informationen brauchen, kommen Sie jederzeit vorbei. Man braucht 2 Personen, um das zu benutzen. Und ich bin allein. Was jetzt? Ich muss etwas erfinden, um den Hebel aus der Entfernung benutzen zu können. Die einzige Lösung besteht darin, eine Methode zu finden, mit der ich diesen äußeren Hebel herunterdrücken kann, wenn ich zwischen den beiden Toren bin. Diese Hebel sind gut geölt. Man braucht 2 Personen, um das zu benutzen. Na bitte, geschafft. Mal 3 ist 9, 2 mal 5 ist 10. Entschuldigen Sie, Sir, dürfte ich Sie um ein paar Informationen bitten? Gemeiner, gemeiner Schummler, ich sage Ihnen nichts. 3 mal 7 ist 21. 3 mal 8 ist 24. Ich werde nur mit Professor Schwarz sprechen. Er versteht, dass ich all meine Lektionen gelernt habe. 3 mal 9 ist 27. Offensichtlich will er nur mit seinem Professor sprechen. Vielleicht hilft mir die medizinische Akte dieses Wolf weiter. Fest verschlossen.
Es muss einen Durchgang auf die andere Seite dieser Mauer geben. Vielleicht weiß hier jemand etwas darüber. Die Tür ist recht solide gebaut, aber das Schloss ist primitiv. Ich werde mich nie wieder zu einem Fall aufmachen, ohne einen kleinen Löffel in der Tasche. Obwohl Watson mich wahrscheinlich um dieses wertvolle Gerät beneiden würde. Die Quelle muss direkt in einen unterirdischen Fluss münden. Wer könnte das hier vergessen haben? Drin ist eine Leiche. Ich bin froh, dass ich Watson diesen Schrecken erspart habe. Dieser Ort verbirgt weit finsterere Taten als nur den illegalen Handel mit gefährlichen Gütern. Das sind Geräte eines Metzgers. Die Sägespäne hier auf dem Boden wurden vor kurzem aufgewirbelt. Jemand hat hier etwas gesucht.
fest verschlossen. Fest verschlossen. Die Anbetung von Ghulen von Graf Derlet. Ich glaube nicht, dass eine solche Einschlaflektüre dem Leser angenehme Träume verschafft. Ich weiß nicht, was dieser Gygax studiert hat, aber nach seinem Büro und dem, was ich vorher gesehen habe, ist er gefährlicher als jeder seiner Patienten. Dieser Mann scheint an jeder nur möglichen Geisteskrankheit zu leiden. Dem Datum seiner Einweisung nach muss er einer der ältesten Patienten hier sein. Der ehemalige Krankenhausdirektor hat seinen Fall untersucht und erwähnt Wolfs Professor. Offenbar hatte er als einziger einen Einfluss auf den armen Kerl. Es liegt sogar ein Porträt des verstorbenen Professors bei den Berichten. Das ist also Professor Schwarz. Ein Telegramm aus New Orleans. Es wurde vor einigen Wochen gesendet. Wenn der Versand dieser Güter aus New Orleans von einer Überweisung aus Europa abhängt, wäre es möglich, dass der eigentliche Austausch erst ein paar Wochen später stattfindet. Vielleicht ist noch Zeit zum Eingreifen. Da ist ein kleines Etikett, auf dem steht Klassenzimmer. Ich habe noch nicht alles untersucht. Ich habe noch nicht alles untersucht. Ich kann dieses Schloss aufbrechen. Oh mein Gott. Die blassen Zeichen auf dieser Tafel sind eine phonetische Umschrift. Es scheint, als wären Leute gezwungen worden, einen Text zu rezitieren, ohne seine Bedeutung zu verstehen. Zu schade, dass der Text weggewischt wurde. Mir tun die Patienten leid, die an diese Maschine gebunden waren.
Ein Notizbuch mit den Experimenten von Dr. Gygax. Diese Vögel stammen aus der Voliere. Sie dienten noch einem anderen Zweck als nur zur Dekoration. Damit werden wohl freche Schüler bestraft. Ein wenig übertrieben. Das wird sich sicher als nützlich erweisen. Und jetzt ist es an der Zeit, mich in den guten Professor Schwarz zu verwandeln und Wolf einen Besuch abzustatten.
Wer ist dieser anonyme Patient? Vielleicht hat er eine Akte wie die anderen Patienten. Also, Wolf, wie ich sehe, hast du deine Lektion gelernt. Hervorragend. Professor Schwartz? Ich gratuliere dir, Wolf. Von deinen anderen Klassenkameraden kann ich leider nicht dasselbe sagen. Ich bin sehr unzufrieden mit ihrem Verhalten, denn wie es scheint, haben sie geschummelt. Professor Schwartz, Sie haben sie gesehen, nicht wahr? Ich kann meine Lektionen. Ich arbeite immer so hart. Und die anderen schreiben einfach von mir ab. Ich weiß, mein Junge, ich weiß. Aber Ihr Anführer, der ist Doktor, nicht wahr? Ja, Herr Professor, ja. Er ist der Gemeinste aus der Gruppe. Manchmal versucht er, mich von meinen Lektionen abzuhalten. Er sagt, er wird mich wie die anderen behandeln, die nicht wie wir sprechen und die so schrecklich laut schreien, wenn er sie bestraft. Aber ich bleibe bei meinen Lektionen und ich sage den ganzen Tag lang das Einmaleins auf. Er kann mich nicht daran hindern. Das ist gut, mein Junge. Ich bin stolz auf dich. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Wo treffen Sie sich? Ich muss Sie finden und dafür sorgen, dass Sie die Bestrafung bekommen, die Sie verdienen. Sie treffen sich dort drüben. Aber es ist gut versteckt und nur der Doktor hat den Code. Zuerst macht er Krach mit dem Feuer bei seinem Büro. Dann macht er Krach mit dem Feuer vor mir. Und dann macht er Krach hinter mir. Sie werden sehen, er kann seine Lektionen nicht. Danke, Wolf. Du bist ein schlauer Junge. Du wirst in diesem Schuljahr gute Noten bekommen. Aber jetzt musst du versuchen, deine Lektionen still aufzusagen. Da ich der Professor bin, weiß und sehe ich alles. Du brauchst also nicht zu schreien. Wie Sie meinen, Professor Schwartz. Das brauche ich nicht mehr. Ah, da ist die Akte, die ich gesucht habe. Es kann nur die unseres mysteriösen Patienten sein. Was für eine merkwürdige Person. Thank you.
Es funktioniert. Ganz einfach. Entschuldigung, aber ich verstehe nicht, was Sie sagen wollen. Wenn ich mich vorstellen darf, ich bin... Wer du bist, hat nichts zu bedeuten. Wichtig ist nur deine Verehrung des einen. Du bist gekommen, um den großen Herrn anzurufen. Und nun frage ich dich, wer bin ich, elender Sterblicher? Selbst dein jämmerlicher Geist kann Erleuchtung finden, bevor er zur Nahrung für die Diener des Chaos wird. Wo sind all die armen Seelen, die in London entführt wurden? Und was ist mit den anderen, die hier auf ihren Reisen vorbeikamen? Deine Suche ist vergeblich. Du bedeutest dem großen Herrn nichts. Bald wird er unseren Ruf erhören. Wenn diese Titanen sich für das Erwachen ihres Königs versammeln, wird der schlafende Herr auf Erden wandeln. Du und deinesgleichen werdet euch das Fleisch von den Knochen reißen, wenn ihr erfahrt, wie euer Leben den großen Herrn und Meister beleidigt. Du wirst um den Abgrund bitten, wie alle vor dir, die den großen Einen ernährt haben. Die ihr schwaches Fleisch unserem Herrn gaben, schreien nach seiner Wiederkehr. Und das wirst auch du tun. Er liegt da, träumend, still, hungrig und wartet auf seine Anhänger. Zittere vor Furcht. Siehe, der große Eine kehrt zurück. Er macht so einen Krach. Ich sollte mich lieber auf den Weg machen, bevor er das gesamte Personal herbeiruft. Ich habe noch nicht alles untersucht. Ich habe noch nicht alles untersucht. Thank you.
2 mal 6 ist 12. Psst. 2 mal 7 ist 14. Psst. 3 mal 8 ist 24. Psst. Ich sollte einen besseren Weg nach oben suchen. Ich sollte lieber umkehren. Ich habe noch nicht alles untersucht. Ich habe noch nicht alles untersucht. Fest verschlossen. Moment mal. Hier ist ein fettiger Fleck auf dem Brief. Riecht nach Jod. Interessant. Unglaublich. Diese Briefe sind von verschiedenen Schweizer Banken und zeigen, dass der Doktor in den letzten Monaten mehrmals Edelsteine verkauft hat. Und jedes Mal mit höherem Gewinn. Er muss Zugang zu einem wahren Schatz haben. Wie ich sehe, wurden zahlreiche Überweisungen an einen Kontoinhaber der Bank of London getätigt und an einen anderen hier in New Orleans. Ich muss diese Transaktionen notieren. Fest verschlossen. Unmöglich. Kein Problem, das ist ein primitives Schloss.
Das kann ich bestimmt mit einem einfachen Metallwerkzeug aufbrechen. Entschuldigen Sie bitte, ich brauche Ihre Hilfe. Er scheint mich nicht zu hören. Moriarty! Moriarty, mein schlimmster Feind und außerdem totgesagt. Wer hätte gedacht, dass dieser Dämon einen so tiefen Fall in Reichenbach überleben konnte? Er scheint nur ein Schatten seiner selbst zu sein. Kein Zweifel, er hat wirklich sein Gedächtnis verloren und kann deshalb nichts mit diesen Vorkommnissen zu tun haben. Finden Sie diesen Problemfall so schnell wie möglich und bringen Sie ihn in den Behandlungsraum. Ich werde mich um sein Gedächtnis kümmern. Professor, hören Sie diese Stimme? Dieser Mann, der mit den beiden anderen spricht. Ein hochintelligenter und sehr fähiger Mann. Er kommt näher. Jetzt ist er direkt hinter dieser Tür. Sie kennen ihn, Professor. Kommen Sie, Professor, Sie können ihn doch nicht einfach vergessen haben. Ich helfe Ihrer Erinnerung auf die Sprünge, Professor. Ich werde Ihnen seine Identität enthüllen. Ich werde Ihnen seinen Namen sagen. Sie kennen ihn gut, Professor. Es ist Sherlock Holmes. Er ist vollkommen verrückt geworden. Wir brauchen Verstärkung. Na endlich, die Wäscherei. Zuerst muss ich mich wieder als Amos verkleiden. Der Hochstapler! Hier ist er! Dir zeig ich, wo es lang geht. Komm her! Der Doktor ist nicht da? Wir hatten heute interne Probleme. Der Herr Direktor ist mit dringenden Krankenhausangelegenheiten beschäftigt und darf nicht gestört werden. Na schön. Dann nehmen wir diesen lästigen Wicht eben mit. Vielleicht können der Doktor und ich morgen unsere andere Angelegenheit besprechen. Zuallererst, mein Freund, sollten Sie wissen, dass Sie es mit zwei berühmten Profis zu tun haben. Ihr Betrug ist gescheitert und Sie sollten wissen, dass es unmöglich ist, uns zu täuschen. Wer sind Sie und warum sind Sie hier? Was meinen Sie denn, Watson? Hey. Holmes, aber was machen Sie denn hier? Und Sie sind weiß wie ein Laken, als hätten Sie einen Geist gesehen. Das ist gut möglich, Watson. Gut möglich. Sie hätten mir von Ihren Plänen erzählen sollen, Holmes. Auf keinen Fall, Watson. Sie hätten unnatürlich reagiert und alles getan, um mich von meiner Handlungsweise abzubringen. Darauf können Sie wetten. Großer Gott, Holmes, denken Sie nur daran, was für ein Risiko Sie eingegangen sind. In der Tat, Watson. Und ich zögere noch, meine weiteren Pläne zu enthüllen. Sie sind wahrscheinlich noch gefährlicher. Würden Sie mir das erklären? Obwohl ich weiß, dass der springende Punkt in dieser Angelegenheit in Europa und vielleicht sogar in England liegt, haben wir nichts in der Hand, das auf das Wann, das Wo und das Wie hindeutet. Unsere einzige Spur führt uns auf einen Kontinent, und zwar nicht unseren eigenen. Einen, der in vieler Hinsicht wild und ungezähmt ist. Ich nehme an, Sie kennen jetzt den Namen unseres nächsten Ziels. Sie haben ganz recht. New Orleans, Louisiana, in der Wildnis Amerikas. Es gibt dort eine weitere Gruppe Krimineller und möglicherweise kommen wir noch rechtzeitig, ihnen das Handwerk zu legen.
Wir müssen schnell nach Le Havre und unverzüglich eine Schiffsüberfahrt buchen. Ich habe vor unserer Abfahrt aus der Schweiz Vorkehrungen getroffen, aber es ist unbedingt erforderlich, dass wir äußerste Diskretion über unsere wahre Identität und unser Reiseziel wahren. Wir haben es mit einem gerissenen und mächtigen Gegner zu tun, Watson. Wirklich mächtig. Brauchen Sie Hilfe, junger Mann? Ja, junger Mann. Wie Mr. Ho, wie der große Detektiv, muss man häufig all seine kleinen grauen Zellen benutzen, um große Geheimnisse zu lüften. Hercule! Hercule! Wo bist du? Ach, da bist du! Böser Junge, komm jetzt! Madame Poirot, Ihr Bahnhof kommt bald. Ein Bahnangestellter wird Ihnen mit Ihrem Gepäck behilflich sein. Sobald wir ein Hotel finden, lassen wir unsere Taschen holen. Ich habe darauf geachtet, nichts von Wert an Bord zu lassen. Alles ist sicher hier verstaut. Ich habe sogar eine grobe Karte der Stadt. Wie Sie sehen, Holmes, habe ich mich auf jede Eventualität vorbereitet. Und hier sind wir also, in der neuen Welt. Ein ganzer Kontinent, der uns mit offenen Armen empfängt. Ist das nicht belebend, Holmes? Denken Sie an die Herausforderung, die vor uns liegt. In der Tat, Watson. Aber ich erinnere Sie daran, dass wir wenige Spuren haben und die Zeit nicht für uns arbeitet. Und zahllose Leben hängen von unserem Erfolg ab. Sie haben recht, Holmes. Vielleicht sollten wir uns mit unseren Wechseln erst einmal die lokale Währung beschaffen. Im Moment haben wir nur ein paar Dollar zur Verfügung.